Katlea, ke katlea, techite, moche, katere. Auszuführen, und zwar eine philosophische Interaktion zu dem Thema, was sind Menschen? Was sind Menschen? Und was können Menschen sein? Was können Menschen sein? Was kann ich als Mensch sein? Auch ganz wichtig, alles hier, worum es geht, ist auch immer für euch ganz persönlich. Es geht nicht um da draußen die Welt und die Gesellschaft und die Menschen, sondern um dich, Menschen, um mich, Mensch. Ja. Da habe ich gleich erstmal eine Frage an euch. Was glaubt ihr, bitte auch so allgemein jetzt heute, Einwürfe, Zwischenrufe, Buhrufe, alles herzlich willkommen. Also wenn irgendwer meint, das geht gar nicht mehr, schubst mich von der Bühne, ich bin hier nicht, um mich irgendwie irgendwas aufzudrängen oder so. Ihr dürft gerne mitmachen. Falls es irgendwelche Anregungen gibt, Hinweise auf Bücher oder sonstiges, sagt Bescheid. Meine Frage an euch ist jetzt, was glaubt ihr, was der Mensch von sich glaubt? Zu sein. Was kennt ihr, wenn ihr in den normalen, ich frage jetzt, wenn ich unter einem normalen Publikum wäre, würde ich jetzt fragen, was sind denn Menschen? Ihr habt vielleicht euch schon ein paar Gedanken mehr gemacht und so weiter, und deswegen frage ich, was kommt euch denn entgegen, wenn ihr mit Menschen diskutiert? Welche Phrasen? Was kennt ihr so zum Thema Menschen und Zukunft? Was sollte denn entgegenkommen? Was meint ihr denn? Was kennt ihr so irgendwelche Phrasen? Alles von gut bis schlecht ist. Was ihr so kennengelernt habt, was der Mensch von sich selber denkt. Ich bin gut. Ist gut, das kann man ja schon öfters zu hören, von Menschen. Okay. Ich bin gut, ist auch okay, nur der andere ist schlecht, das ist natürlich dann nicht okay. Ja, der andere ist schlecht. Darum geht es jetzt, die Frage ist gerichtet an, nicht um mich selber, was denken die Menschen von sich selber, das ist jetzt, geht es gerade nicht um, sondern was denken die Menschen von der Menschheit? Sie werden die Welt zugrunde richten. Was haben wir da noch für Sprüche? Das ist jetzt. Ach Mann, ihr macht es ja auch ganz schwer. Dann würde ich dir einfach mal vorgeben: Das, was mir wirklich immer wieder begegnet, ist, der Mensch ist ein Parasit. Der Mensch ist ein Krebs. Ich rede doch nicht davon, was ihr denkt, sondern was. So ein Konsens, so ein unterbewusster Konsens. Nein, ist kein Konsens. Eine unterbewusste Einstellung der Menschen ist. Ja, aber eine unterbewusste Einstellung ist doch tatsächlich auch, wir schaffen das. Also nicht nur Parasit auch, ja. Aber auch, jetzt mal weg von Merkel und Co., aber auch dieses, trotz den ganzen negativen Dingen, wir müssen zwar erstmal genau in den Abgrund kommen und wenn wir kurz vorher reinfallen, dann können wir. Das ist gut. Der Mensch lernt erst, wenn es ihm scheiße geht. Erst, wenn er wirklich vor dem Abgrund steht. Genau. Also, das, wo ich jetzt unterschwellig und ungekonnt irgendwie drauf hinaus wollte, ist, dass der Mensch erstmal von sich gefühlt, wenn man so reinfühlt, ein schlechtes Selbstbildnis hat. Das geht los mit, der Mensch stammt ja von den Tieren, von dem Affen ab.
und deswegen ist er eigentlich seinen Trieben unterlegen. Das ist ja erstmal eigentlich irgendwo so ein, teilweise ein schlechtes Selbstbildnis, ne? Dass der Mensch auch nur ein so zufällig besser gewordenes Tier ist. Ja? Und was ich wirklich immer wieder, was man im Internet auch und so aus dem Unterbewusstsein raushört, ist eben wirklich diese, wir sind ein Krebsgeschwür, wir sind ein Parasit, wir sind die weltzerstörende Seuche, all diese Dinge. Ja? Und ich kenne, also es gibt wirklich, wenn man das jetzt irgendwie verdeutlichen will, was das, was aus dem Unterbewusstsein ausgespuckt wird und an die Oberfläche kommt, über Medien. Nennt mir jetzt einen Film außer dem grünen Planet, ne, das ist, ich kenne ja schon ein paar, habe ich oft diskutiert, der wirklich eine positive Vision von der Menschheit sieht, wo sie sich total positiv weiterentwickelt. Ja, Star Trek, genau, stimmt. Bei Star Trek gibt es so Ansätze davon, auf jeden Fall. Ich habe selber nicht alles geguckt, aber da gibt es so ein bisschen diesen Ansatz, der Mensch wächst über sich hinaus. Ne? Aber ansonsten ist in dem Kollektiv, wird es programmiert, das wollen wir Menschen natürlich gar nicht unbedingt selber, aber es wird immer wieder unterschwellig unterstützt, diese, du bist ein Parasit, du bist die Schlechte, das, die Erbsünde, Erbsünde-Prinzip. Ne? Das Erbsünde-Prinzip ist, das spielt da mit rein und wir haben eben wirklich immer wieder diese Filme, das fünfte Element, wo alles statt ist, oder die apokalyptischen Filme, wo alles verwüstet wird, oder die Atom, was es da nicht alles gibt. Aber so einen wirklich realistischen Film darüber, wie die Menschheit sich selbst als Vision weiterentwickeln könnte in eine positive, wirklich gerechte, wirklich liebevolle Welt, so einen richtig utopischen Film gibt es meinem Empfinden nach nicht. Das, wie bitte? Ja, es geht jetzt um Filme und um den Mainstream und um das, was in den Kollektiv auch eingespeist wird. Und diese Vorstellungskraft, der Vortrag heißt ja Menschheit 2.0, Träume werden wahr. Und um Träume zu verwirklichen, braucht man ja irgendwie Visionen. Und das ist, wenn man sich das mal bewusst macht, es gibt keinen gemeinsamen Strang so richtig. Es gibt keine gemeinsame Hoffnung, noch in vielen Bereichen. Also ich sehe da gerade die Menschheit sehr gespalten. Es gibt die einen Menschen, die begreifen, dass gerade sowas wie hier überall stattfindet. Und die in so einem Transformationsprozess sehen. Und es gibt die Menschen, die das eher in einem Krise-Selbstzerstörungs-Ding sehen. Ne? Und diese, das ist, da kommen wir noch hin. Zweiter, also der Vortrag ist in drei Teile aufgeteilt. Erstmal geht es mir jetzt hier um dieses Menschheitsbild kurz zum Reisen. Ich werde mich jetzt auch mal ein bisschen nachfragen. Also, wir haben jetzt dieses teilweise schlechte Selbstbildnis. Wir haben jetzt diese Visionslosigkeit. Wir haben das nicht in der Schule gelernt, nicht im Fernsehen gelernt, nicht auf der Uni gelernt. Nirgendwo, auch nicht in den Filmen, gibt es ein für unser Gehirn Orientierungspunkte zu einer Utopie. Die müssen wir uns selber mühsam erschaffen, mit unserer Liebe, mit unserer Hoffnung, mit dem Glauben, dass es vielleicht irgendwie möglich ist, aber so richtige Hilfsstützen vom Mainstream gibt es dafür nicht. Ich finde das ganz wichtig zu begreifen, wie orientierungslos wir eigentlich als Menschheit sind. Weil wir ja nicht einen Strang haben, weil, also ich begegne ganz wenigen Menschen, die wirklich so völlig mit leuchtenden Augen, ja, und dann werden wir das Geld abschaffen und ich spüre das jetzt schon und ich lebe ja auch schon ohne Geld. Es gibt so eine Menschen, die sind mir auf meinen Wegen begegnet. Ja? Es gibt Menschen, die das fassen können und die da in ein Gefühl für kommen. Ich bin da auch manchmal ganz stark drin. Da spüre ich dann, ey, das wird alles gut. Ey, wir haben so viele Wissenschaftler, so viele Menschen, die in dem Wasser, in weiterentwickelnder Ernährung, in all diesen Bereichen gibt es ja schon freie Energie, Erdereinigung, es gibt sogar schon so gegenteilige Handymessen. Es gibt so Messen, die werden aufgestellt und dann wird das gesamte Feld, ja, das Umfeld
angehoben von den Schwingungen her, wo die Natur sich regeneriert, wo es auf einmal in Wüsten feuchter wird. Es gibt Sahara-Wiederbegrünungs, es gibt unsere Zeittauschbörse, es gibt ganz viel. Das passiert gerade überall parallel. Wasser, wie manchmal noch fehlt, ist dann, dass es so kippt in so ein Gemeinschaftsgefühl. Ja, wir schaffen das, ne? Nicht ich schaffe das, sondern wir als Menschen können das schaffen. Darum geht es in diesem Vortrag, dieses Gefühl zu transportieren und auch auf den Kopf, nicht nur Gefühlstechnik, sondern den Kopf, gucken wir gleich im zweiten Teil an, wenn ich noch ein paar Sachen angesprochen habe, was denn wirklich da im Weg steht. Ich möchte noch mal kurz zu der Frage, was sind Menschen, weil wir hier so halbwegs unter uns sind, halbwegs aufgeklärten Menschen, mal ganz radikal einfach mal für mich. Sind die Menschen Millionen Jahre alt? Wir sind in der vierten oder fünften Menschheit. Es gibt überall in der Galaxis humanoide Grundformen, also zwei Beine, Füße, egal wie viele Zehen, zwei Arme, Kopf. Das ist für mich völlig selbstverständlich. Ja? Und es gab auch immer wieder Hochzivilisationen auf diesem Planeten und die sind eben untergegangen. Das kennt man in den alten Mystiken von Lemuria oder Atlantis. Der Witz ist, wir sehen uns immer, uns wird immer wieder von der schulwissenschaftlichen Seite eingebläut, wir haben uns vom Tier, von Neandertaler, der die Frau kaputt haut und dann in seine Höhle schleift und da irgendwie das rohe Fleisch isst, zu diesem zivilisierten Wesen weiterentwickelt. Ich habe lange, lange nach der Wahrheit gesucht, was Menschen wirklich sind, habe lange mich für alles offen gemacht, alle möglichen Geschichten geforscht. Und bin dann irgendwann eben in die Methode des Glaubens an meine Intuition. Weil wenn ich als Seele auf diesen Planeten komme, ja, dann weiß ich ja eigentlich alles. Meine Seele weiß ja, was der Mensch wirklich ist. Ja. Der bekommt einen Körper und die Seele wusste, wie alt die Menschheit ist. Das gab es da vorher dann so in der Schule und ja, bla, und jetzt geht er wieder auf die Erde. Im Moment ist der Stand der Dinge so und so und die fahren da Autos mit Verbrennungsmotor für Höhle. Und ja, die Urversion der Menschen war, also wie das alles anfing hier auf der Erde, war, dass wir einfach uns nur verdichtet haben. Ja, wir waren diese Seelen und haben uns einfach gedacht, ach, wir machen uns ein bisschen enger, um uns dieser Materie, dieser Substanz anzupassen. Wir sind eigentlich astrale Wesen, ja. Und wir sind eigentlich spirituelle Wesen, wir sind die Engel, das ist ein schöner Spruch, wir sind keine Menschen, die Engel werden wollen, sondern wir sind Engel, die Menschen werden wollen oder die Menschen geworden sind. Ja? Und wir haben uns dann verstrickt, weil diese fleischliche Genüsse und all diese Dinge, die in der Materie leben, die Natur wahrnehmen, die Sinne benutzen, das ist ja ein unglaublich schönes Gefühl, eine unglaublich spannende Erfahrung für die Seele, weil das ist die dichteste, die spürbarste Erfahrung. Ja? In den Astralwelten ist ja alles Licht und da haben wir kaum Bedingungen, da können wir unser Bett uns vorstellen, wie wir wollen oder können auch in der Luft schauen. Hier ist alles noch ein bisschen greifbarer und berührt einen noch mehr. Und es ist eine viel intensivere Erfahrung, als in den Zwischenwelten hier in dieser Dichte zu sein. Und das ist für mich der Ausgangspunkt. Ich habe leider jetzt noch eine halbe Stunde abgegeben vorhin, deswegen muss ich alles ein bisschen raffen. Ich wollte eigentlich 3 Stunden, dann wurden mir 2 Stunden angeboten, jetzt sind es 1,5 Stunden, deswegen ist nicht ganz leicht, aber ich versuche es einfach. So, jetzt haben wir diese Ausgangsposition, schulisches Wissenschaftsbild von dem Tier und der Evolutionstheorie und ist dann irgendwie warm. Ja. Und dann haben wir jetzt meine Gegenvorstellung, eigentlich Engel, spirituelle Wesen, die eins sind, die lieb sind, die allwissend sind. Und ich habe mich da hingemacht auf dem Weg, das zu begreifen aus meiner Intuition her. Habe immer gewusst eigentlich, wie es ist und mich über Hilfsmittel im Äußeren dann daran erinnert, dass es so ist. Ja. So, was wird alles getan, um diesen Engel in seine Schranken zu weisen, damit er sich nicht entfalten kann? Da möchte ich jetzt nochmal euch hören. Was sagt ihr, was führt denn dazu, dass wir so ein schlechtes Selbstbildnis von uns gewonnen haben, wenn wir eigentlich Engel sind, wenn wir eigentlich göttliche Lichtwesen sind? Was muss da alles, also wenn man ein Baby sieht,
und diese Liebe zu diesem Wesen empfindet, wo ist das verloren gegangen? Wann haben wir angefangen, diesen Menschen nicht mehr zu lieben oder nicht mehr mögen zu können? Das ist bei Kindern noch so leicht oft, ja? Und die lieben sich auch selber noch oft viel leichter, aber wo fängt das an? Was passiert da alles? Was meint ihr? Was gibt's da? Die täglichen Bilder, die man Nachrichten, die Bilder, das ist auch immer wieder eine Widerspiegelung, wo nur die Gewalt und die Schreckenstaten, also wir haben ja keine Nachrichten, jetzt ist wieder das entdeckt worden und jetzt, das wird ja immer schon und dann natürlich bekehrt. Gutes Beispiel. Was passiert noch, um diesen Engel zu binden und ihn zu heilen und als in seinem Fleisch? Erziehung. Genau. Die Erziehung selbst. Man macht das nicht so und ganz oft ist, ich bin ja auch Vater und man hat selber so das schon von den Eltern mitgekriegt und will dann irgendwie nicht, oh, du kannst doch nicht schnackig rumlaufen und dein Geld ist nicht und du kannst doch nicht barfuß und du kannst doch nicht dies und kannst doch nicht das. Und immer wieder merke ich dann, ich habe gerade mit vielen krassen Hippies zu tun, dann um mein Kind herum, wie ich dann meine alte, oft indoktrinierte Erziehung da reinpressen will, obwohl ich eigentlich spüre, das ist falsch. Lass das Kind, lass es frei, lass es selbst entscheiden, lass es nackt rumlaufen, lass es wild sein, lass es sich die Welt entdecken und tanzen und leben. Ja? Das ist gut, ja. Lachen, genau. So. Ich gehe da jetzt noch ein bisschen weiter, weil ihr seid ja ein bisschen träge, muss ich aber selber mehr machen, das ist schade, aber was soll's. Also, dieser Engel, der hier auf die Erde kommt, sich inkarniert, wird vom Flur, von Medien, Handymaststrahlung, von gesenktem Erdenergiefeld durch Atomkraftwerke, durch Militärbasen auf Erdknotenpunkten, von Impfungen, ganz krasser Punkt, da ich meine Tochter ist ungeimpft und ich nenne das immer so als Redewendung, die ist ungeimpft. Wenn die wieder so viel labert und durch die Gegend rast und gesund und lebendig und fröhlich ist und so viel schnattert, ja. Impfungen gehen ganz schnell, auch diese Metallverbindung, Quecksilberverbindung ins Sprachzentrum und dämpfen Kinder unglaublich. Also ich sehe das bei den anderen großen beiden Kindern, mit denen ich zu tun hatte, die wurden ganz, ganz früh irgendwie die Selbstfachimpfung verpasst, wo die eine dann sogar blau angelaufen ist, den plötzlichen Kindstod beinahe hatte, irgendwie wurde natürlich bleiben geschrieben hinterlassen werden. Ne? Dann gibt's natürlich die Konditionierung in den Medien immer wieder, dann gibt's die ganzen Giftstoffe und so weiter, das brauche ich euch alles gar nicht weiter erzählen. Was jetzt daran der entscheidende Punkt ist, wo ich eigentlich darauf hinaus möchte, im ersten Teil ist, zu begreifen, dass unglaublich viel getan werden muss, damit wir uns nicht wohlfühlen, damit wir Angst vor uns selber haben, damit wir Angst vor anderen Menschen haben, damit wir ungesund werden. Eigentlich, wenn man das lässt, wenn man die Natur lässt und wenn man den Menschen sich frei entwickeln lässt und gesund entwickeln lässt, gibt es ganz viele Konflikte nicht. Er muss permanent von allen Seiten bombardiert und bearbeitet werden, um sozusagen so schlecht in Anführungszeichen zu werden, wie er jetzt ist. Das ist nicht Natur gegeben, aber das wird uns immer wieder suggeriert, ne? Durch diese Erbsünde. Und da, Helmut, bin ich, da, meinen Forschungen nach, muss ich da ganz ehrlich jetzt einfach mal, gebe ich mir eben die Mühe, oder bin ich jetzt mal so offen, einfach zu formulieren, was mein Stand der Dinge ist. Ja? Wer hat was davon? Dieser Planet ist verloren gegangen, sozusagen. Wir sind eigentlich die Wächter dieser Erde. Wir haben durch unser Gefühlsempfinden die Sinn und Funktion, die Natur zu schützen von negativen Einflüssen. Wir haben durch unseren Geist und unser Bewusstsein die Funktion zu vermitteln, von Tier zu Pflanzen zu anderen Spezies. Das ist eine riesige Bibliothek, eine lebendige Bibliothek dieser Erde, ja, die ein unglaubliches technologisches Reservoir beinhaltet für alle möglichen Wesen da draußen. Und wenn jetzt ein Planet mal irgendwie CO2-Mangel in seiner Atmosphäre hat, werden wir ihm bestimmt helfen können. Also da haben wir vielleicht aber auch eben dann auf pflanzlicher Basis und nicht auf Verbrennungsmotorenbasis. Aber das ist eigentlich der Sinn und Zweck gewesen. Wir sind Schützer, Behüter dieser Erde, dieser ganzen Lebewesen. Und dieser Planet ist aber verloren gegangen und wird seit vielen, vielen Tausenden von Jahren in einer Quarantäne gehalten und die Menschen in einer Geiselhaft.
Und diese Quarantäne. Macht das der Teufel oder wer? Nö, ja, wir machen da ja mit. Wir unterstützen das. Ja, aber warum unterstützen wir das denn? So, dieser Planet ist eine unglaubliche Ressource und das ist vielschichtig. Ich gebe da keinen. Ich sage jetzt nicht die Reptoiden, die Greys oder die bla, irgendwelche ominösen Einzelfraktionen sind das. Es gibt einfach eine Macht im Universum, die zieht seine Energie aus Zerstörung und Kontrolle. Und es gibt Mächte im Universum, die schaffen einfach. Es gibt welche, die bauen die Sandburg und dann gibt es eben welche, die haben Spaß, die Kapuzen tragen. So. Und dieser Planet ist sozusagen in der Quarantäne, in der Geiselhaft. Und diese Quarantäne geht sehr, sehr tief. Also das ist wirklich so, dass dieser Planet über alle möglichen, also wenn ich jetzt von außen komme als hochentwickeltes Wesen und uns Menschen in dieser Zeit, den ich besuchen will, dann muss ich überhaupt erstmal ein Tor finden, einen Zugang, einen Code kennen, einen Zeitcode, diese ganze, wir sind in so einer künstlichen Matrix, wird es immer genannt. Ja? Und diese künstliche Matrix wird mit wirklich tausend verschiedenen Instanzen ausgebaut und geprägt. Das ist ein ganz, ganz, ganz dichtes Netz, was alleine beim Zeitcode schon anfängt mit dem 666, 60 Minuten, 60 Sekunden, 24 Stunden, Tag, 365 Tage. Da steckt ganz viel Künstlichkeit drin, was uns auch denn von Zeit her vom Mond wegbringt, von dem Licht und so weiter. Das ist ein riesig krasses, komplexes, sehr, sehr tiefgehendes künstliches Konstrukt, was uns auf unseren Kopf aufgesetzt ist, ja? Was auch nur im Kopf passiert. So, wir können uns daraus befreien. Es ist kein Gefängnis, was nicht durchbrechbar wird. So. Jetzt habe ich aber irgendwie den zweiten Teil, den fange ich noch an, den letzten Teil mit dem positiven, konstruktiven Vor, Lösungsentwicklung und so weiter kommt dann. Ich habe jetzt überlegt, was sind denn die Kernpunkte, die uns jetzt im Weg stehen, wenn ich das weiß. Ich bin Engel und ich habe viele Menschen, mit denen ich die Welt bewegen will, wie hier jetzt. Ja, und ich will was verändern. Was steht uns da immer wieder im Weg? Und da steht uns allgemein immer wieder die Dualität im Weg. Die Dualität und das differenzierte Denken und die Konkurrenz. Das sind ganz wichtige Stichwörter. Wie soll ich das, wenn man jetzt zum Beispiel die Mahnwache nimmt und man will das bewegen, dann kommt die Dualität, sagt, seid ihr links oder rechts? Anstatt dass differenziert geguckt wird, für welche Inhalte stehen die, für welche Idee stehen die, nein, es wird polarisiert. Wenn ich jetzt wenn ich jetzt frage, wer sind die Guten, ja, die Amerikaner oder die Europäer oder bla, nein, es gibt immer wieder tolle Amerikaner, liebevolle Amerikaner, es gibt Amerikaner, die böse sind. Ja? Da ist dann immer wieder so eine Pauschalisierung, so eine Polarisierung. Diese Gegensätze aufzulösen und dieses Differenziertdenken, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Stichpunkt. Wie soll ich den vermitteln? Wie kann ich den vermitteln? Es ist da, wo die Konflikte entstehen, wo ich ganz viel politische Arbeit und alles eben gemacht habe. Da stellt sich einer auf die Seite und sagt, der 11. September war deswegen und der sagt, das ist deswegen. Oder da werde ich dann gefragt, ja, wer kontrolliert denn die Welt? Da sagen die einen die Juden, der nächste sagt die Illuminaten, der nächste sagt die Amerikaner, der nächste sagt, es ist einerseits wahr, jede These wäre dann untermauerbar, es sind die Juden, klar sind viele Juden irgendwo in der Macht, klar sind viele Amerikaner irgendwo in der Macht, klar, aber es ist auch wieder unwahr. Und diese wirklichen Wahrheiten, das haben wir irgendwie, in der Zukunftsgesellschaft gibt es viele Menschen, die das schon so begriffen haben, die diesen Unterschied zu dem Normalen, das würde ich auch betiteln in dem, was erwachtes Denken ist. Ja? Erwachtes Denken ist, wenn ich mich nicht mehr in diesen Schubladen mich triezen und treiben lasse. Wenn ich zu allem freien Geist eine eigene Meinung bilde und wenn ich schaue, was ist das Gute darin, was ist das Gute darin, was möchte ich daran nicht, was möchte ich daran nicht. Und wie man das denn umsetzen kann, im Großen und Ganzen und in den einzelnen Instanzen, Schule und Geldsystem, Landwirtschaft,
Logistik, Wirtschaftssystem. Das werde ich dann im zweiten Teil nochmal anführen. Und jetzt möchte ich nochmal kurz auf die Konkurrenz eingehen. Es ist eigentlich der totale Wahnsinn, dass wir unbewusst wirklich dieses Konkurrenzdenken überall mit drin haben. Das spiegelt sich im Ego wieder. Wir alle oft hören in letzter Zeit das Thema Ego. Was ist Ego? Wie funktioniert Ego? Oh, mein Ego wieder. Und das hängt ganz, ganz eng mit Konkurrenz zusammen. Dass ich mich über andere Menschen erheben will oder mich unter andere Menschen stelle, dass ich in eine Verteidigung gehe oder in einen Angriff gehe. Und dass dieses Konkurrenzdenken auch noch permanent in allen Instanzen gefördert und geschult und bewusst über Sport und Schule und Uni und egal Arbeitsbereich, dass das anerkannt wird als eine gesunde Tugend, irgendwie der Wettbewerb, ja, wie wir das nennen, das ist einfach nur krank. Das ist einfach nur eine Krankheit, die diese Gesellschaft eigentlich ganz, ganz massiv schädigt und gefährdet. Ich mache erstmal einen Punkt, sammle mich nochmal, fasse dann nochmal kurz ein bisschen zusammen und wir machen jetzt kurz Musik, wir gehen zwei. Also, das, was vorhin noch ein bisschen auf der Strecke geblieben ist, bei den Erläuterungen zu dem, was der Mensch ist und was der Mensch ist und sein kann, da habe ich einen ganz wichtigen Aspekt vergessen. Und das sind die Fähigkeiten, die übersinnlichen, die spirituellen, die heilerischen Fähigkeiten, die kognitiven Fähigkeiten. Man kann sich ja mal bewusst machen, zum Beispiel gibt es ein ganz tolles Beispiel, wo Kindern einfach innerhalb von 20 Minuten, Viertelstunde, Dreiviertelstunde, eine Stunde beigebracht wird, mit verschlossenen Augen zu sehen, Farben zu erkennen, zu lesen und so weiter. Oder es gibt die Inselbegabten, die jetzt zum Beispiel eine ganze Stadt irgendwie einmal angucken und sich komplett an alles erinnern können und das wiedergeben können, zeichnen können. Es gibt die Mathebegabungen
unser Gehirn, das kennen wir ja alle mit den 10%, dass es nur genutzt wird, und sich das auch mal bewusst zu machen, dass der Mensch anscheinend irgendwo blockiert ist, behindert ist. Wir sind alle irgendwo geistig behindert. Alleine, dass wir immer denken müssen und nie zur Ruhe kommen im Geist und einfach nur hier jetzt sein können, das ist nicht der natürliche Zustand. Das ist nicht der natürliche Zustand. Da werden wir erst hingebracht, ne? Aus der Kindheit heraus. Und auch, was auch ganz oft unter die Gefühle, unsere Gefühle, also wenn alle Menschen den Zugang zu ihren Gefühlen und ihrer Intuition hätten, dann hätten die meisten Politiker echt ganz schön schlechte Karten. Weil man würde denen in die Augen schauen und spüren, boah, nee, der läuft irgendwas ganz komisch, ne? Oder so ein Herr Ratziger würde nie Papst werden können, weil jeder sieht, der ist übel, ja, das spürt man einfach. Und diese ganzen Zugänge, diese ganzen Fähigkeiten, das ganze Potenzial, was der Mensch ist, was der irgendwie dann bei dem berühmten Jesus oder bei den aufgestiegenen Meistern irgendwie vollkommen entfaltet wurde, ist, da gibt es ja eben die krassesten Sachen, die Sadhus, die irgendwie, ne, von Licht leben, Lichtnahrung, gibt es einen Film, ein unfassbares Licht zum Beispiel. Es gibt die Fähigkeit, einfach mit Händen heilen zu können. Es gibt die Fähigkeit, einfach mit dem Geist nur heilen zu können. Da muss nicht mal einer so rumfuchteln. Und schwerste Krankheiten, Wunderheilung, das gibt es alles. Und es wird immer verleugnet und verdrängt, weil die Pharmaindustrie natürlich ein Rieseninteresse hat. Aber nicht nur, weil die Pharmaindustrie ein Rieseninteresse hat. Und das ist, finde ich, ein ganz wichtiger Aspekt. Es geht nicht immer nur um Geld. Und es geht auch nicht um Macht. Das Ganze macht noch keinen Sinn und ist auch eine sehr oberflächliche Diskussion, wenn man es darauf hinlenkt, dass es nur um Geld und Macht geht. Der wirkliche Sinn entsteht erst, wenn man merkt, dass es um die Seelen, um unsere Freiheit geht. Darum geht, dass wir uns nicht aus der Opferrolle heraus in die Meisterschaft bewegen. Ja? Und das liegt daran, dass wir, solange wir Ängste haben, natürlich leicht kontrollierbar sind, dann kommen wir wieder auf den Machtaspekt, aber wir sind ein unglaubliches Kraftfeld. Jeder Mensch, also wenn man überlegt, ein Mensch wie Mahatma Gandhi, ja, der konnte so viel bewegen, das war ein Mensch. Und keiner hindert dich daran, und keiner hindert dich daran oder dich. Niemand, da gibt es keine Grund, da gibt es nur Ausreden, Programmierung, Identifikation mit dem, ich bin ja der und hab das und das. Man stellt sich vor, man verliert all diese Erinnerungen und ist jetzt völlig frei von dem, ich bin ja nur Sätzen. Oder ich kann ja nur, oder ich bin ja der, weil. So, man steht da völlig leer, gut, ich habe jetzt einen Körper und einen Geist und kann mich völlig frei entwickeln in alle Richtungen, wie ich will, kann auf der ganzen Welt mich. Ja, versteht ihr, was ich meine? Es ist, jeder Mensch hat unglaublich tolle Gaben, unglaublich tolle Talente und kann auch sich selber, der Körper hat unglaublich tolle Gaben. Und das nochmal als Fazit zurück, um zu begreifen, ist begrenzt. Also jeder könnte wie Jesus sein. Und wir haben eine Gesellschaft, ein System, ein Menschheitssystem, Gesellschaftssystem geschaffen, was permanent gegen diese eigentliche Fähigkeit, gegen dieses eigentliche Wunder des menschlichen Körpers und des menschlichen Geistes und seiner Fähigkeit zu lieben und sich zu entwickeln, steht. Und das ist keine schlechte Nachricht. Deswegen wiederhole ich mich da nochmal. Das ist die gute Nachricht. Ja. Die gute Nachricht ist, wenn ich mich selber entscheide, das in die Hand zu nehmen und begreife, ich habe das waren ja immer nur Ausreden, ich habe das schon mal in meiner tollen Rede da in Berlin gesagt, das sind wirklich alles Ausreden. Alles, was dich daran hindert, schön zu sein, liebevoll zu sein, deine größten Talente auszuleben, deine schönsten Fähigkeiten, dein wundervolles Wesen zu sein, bist du. Ja?
Das ist oberflächlich und das ist die eigentliche, auch ein ganz wichtiger Kernpunkt, die eigentliche Gehirnwäsche. Neben dem differenziert Denken, die Dualität, also dem Geist in der Logik, ja, die auszutricksen. Wahrheiten sind immer Paradoxen. Licht ist Welle und Teilchen zugleich. Gleiches gesetzt sich zu Gleichem. Widersprüche ziehen sich an beide Thesen. Völlig logisch in sich, untermauerbar, widerspiegelbar und oft in einem vereint, in Beziehungen. Ja, da sieht man, dass man hat was gleich mit seinem Partner und man, das sind auch Riesenunterschiede. Und beide Aussagen sind eigentlich widersprüchlich. Genau widersprüchlich, aber in der Mitte, im Gefühl, trifft sich die Wahrheit. Ich hole noch 5 Minuten aus und dann geht es an den praktischen Teil, dann brauche ich auch den Flipchart. Ja. Das möchte ich für euch. Also als ich diese Aktion den 3. Oktober, man muss sich mal vorstellen, ich war nur ein kleiner Mensch, hatte familiäre Probleme, habe mit einem 230 Seelenkraft gewirkt und habe mit 2 Leuten da gesessen und gesagt, ich mache mal eine bundesweite Aktion. Und ich habe wirklich diese Woche, zwar nur 2-3 Wochen, da habe ich dran geglaubt, dass ich als kleiner Mensch was Bundesweites bewegen kann. Und ich habe nur minimale Impulse gesetzt. Ich habe 2-3 Reden gehalten, habe 4-5 Posts bei Facebook gemacht, eine Gruppe aufgemacht, das war's. Und ich habe mir zum Beispiel innerlich, ja, um diese kleine Anekdote jetzt noch, eigentlich dauert der Vortrag wirklich 3 Stunden, ich versuche jetzt in die Ruhe reinzukommen und mal auch eine Anekdote einzubauen, weil das ist wichtig, um diese Phrasen, die ich jetzt bisher gesagt habe, mal ein bisschen zu untermauern, zu verdeutlichen. Ich habe mir in meinem kleinen Geist, es wäre so schön, wenn Saber in der Duma zu einer Mahnwache kommt, die unterstützt, oder zu einer Aktion. So. Das war ein kleiner, blöder Gedanke in mir, so ein kleiner Wunsch. Und dann habe ich an mich geglaubt, dass ich was bewirken kann, habe was dafür entsprechend getan, was ich meinte, was nötig ist, dazu zu tun, habe aufgerufen, zum 3. Oktober zusammenzukommen und was zu machen. Am Ende war die Idee diffus irgendwie, was macht man jetzt genau, geht man vor die Presse. Die Idee war einfach da, präsent zu sein. Und wer ist am 3. Oktober gekommen zu dem Anwachen? Selena, du. Das sind so kleine Wunder, dass man das mal begreift. Ich war nur genauso Mensch wie ihr. Und ich habe nur diesen kleinen Traum gehabt und habe einfach nur auch nicht viel mehr gemacht. Ich habe gar nicht so viel gemacht. Aber das Entscheidende, was ich gemacht habe in dem Moment, war der Glaube, die Vision und in das Gefühl reinzukommen, ja, ich kann schöpferisch sein, ja, ich kann diese Vision wahr werden lassen. Ich glaube jetzt an mich. Und da haben wir wieder die Dualität, die das wieder alles schwierig macht. Ich glaube an mich, ich bin ein ganz toller und oh, was habe ich wieder geschafft. Und das wäre wieder das Ego. Und der Meister ist dann wieder das Egolose, aber irgendwo ist es ja da mitten. Das sind wieder so Widersprüche. Versteht ihr? So. Der Glaube an ein Selbst und an das eigene Licht, da hat ja der Nelson Mandela so eine wunderschöne Antrittsrede mal gehalten. Das, wofür wir uns meisten fürchten, ist unser eigenes Licht, unsere eigene Größe. Woher kommt das denn? Da liegt wieder irgendwas im Argen. Da ist irgendwie wieder von der Gesellschaft. Diese Prägung, erhebt dich nicht über andere. Man will sich nicht erheben. Man will viel mehr für andere da sein. Man möchte viel mehr bewegen und anderen helfen. Das ist was Schönes, was Gutes. Und da kommt dann immer wieder Neid, Missgunst, Leute, die einen mit Kritik angreifen, die denken, man bildet sich was ein oder sonst was. Und das war nicht da. In dieser Phase habe ich einfach nur an diese eine mein Glauben gehabt. Wir glauben, das ist in Ordnung, wenn ich was Schönes, Großes bewegen möchte. So, und wenn wir jetzt als Menschheit uns zu einer Utopie hinentwickeln wollen, ist der entscheidende Schritt, in diesen Glauben reinzukommen. Wir können so viel verändern wollen, wie wir wollen. Wir können so viele Sachen im Außen kritisieren, in der Gesellschaft kritisieren wollen. Wir können materiell alles tun, es wird sich nichts verändern. Solange wir nicht in ein tiefes Gefühl des Vertrauens in unsere Zukunft reinkommen. Zukunftsgesellschaft sind wir hier. Und unser Handeln hat keinen Sinn und keinen Zweck, wenn wir nicht erstmal bei uns anfangen, ein Vertrauen und eine Vorstellung von einer schönen neuen
Zukunft, Welt, in uns bestehen zu lassen. Vorher, wenn ihr merkt, das habe ich jetzt nicht, macht Stopp, geht im Wald, schreit rum, irgendwie habt Sex, keine Ahnung, guckt Filme, hat keinen Zweck. Wenn ich die Welt verändern möchte, dann brauche ich diese Grundlage, dann ist die Schöpferkraft da. Wenn ich ein Vertrauen in mich habe, dass ich im guten Willen unterwegs bin, und wenn ich ein Vertrauen in die Menschen habe und ein Vertrauen in alles wird gut. Und nicht oberflächlich gesehen, sondern tief in meinem Herzen. Wenn ich, wie paradox, wie sinnlos ist es denn, wie destruktiv ist es denn, wenn wir diesen Glauben nicht entwickeln, wenn wir daran nicht glauben, sondern oberflächlich immer, deswegen habe ich einen Anfang ausgebildet, das Selbstbildnis. Oberflächlich immer ein, ja, die sind ja eh alle doof und die verstehen mich nicht und hier sind ja wieder eh immer nur dieselben Leute, es hat ja alles keinen Zweck, aber ich will trotzdem, dann lasst es! Echt, der macht Yoga, spielt Tischtennis. Scheiß drauf, was mit der Welt ist. Weil es bringt nichts. Es bringt erst was, wenn wir diese Vision in uns haben und uns das vorstellen können. Ja, morgen stehe ich auf und treffe wieder liebevolle Menschen. Und ich habe das ganz krass erlebt, diese beiden Kontraste. Immer wieder. Ich habe mich zum Beispiel einmal von diesem Flüchtlingsthema so ein bisschen eindieseln lassen und oh Gott, jetzt kommt ein Flüchtling und jetzt ist doch alles hin und die Welt geht unter und wir werden Burger King haben und bla. Und habe mich schlecht gefühlt und kam nicht weiter und wurde Energie leer. So. Ja. Und dann bin ich vielleicht wieder los und habe wieder irgendwie diesen Kontakt aufgebaut zu dieser Vision und Transformation und schon treffe ich jeden Tag Menschen, die auch so denken, die auch an eine bessere Welt glauben, die mir Sachen schenken, weil sie an eine geldlose Welt glauben, die selber irgendwelche krassen Ideen und Visionen haben. Das ist das Resonanzgesetz, das dürft ihr dabei nicht vergessen. Schaut mal drauf hin, was glaubt ihr denn wirklich, warum ihr das macht? Ist da vielleicht sogar wirklich ein, ich mache das nur, weil ich eigentlich so mein Ego befriedigen will, ja, die anderen sind doof, aber ich bin ja nicht doof, weil ich bin ja aktiv. Das hat alles keinen Wert, das hat alles keinen Zweck. Das hat erst einen Zweck, wenn ich daran glauben kann, dass ich dem anderen gegenüber berühren kann, dass ich den verändern kann, weil ich ja gut drauf bin, weil der von mir inspiriert ist. Das muss natürlich Sinn und Verstand haben. Aber wenn da diese unterbewussten Programme drin sind, in der Menschheit und im Individuum, von wird ja eh alles kacke, dann fahren wir den Karren vor die Wand. Aber das muss nicht sein. Glaubt mir, es gibt so viele Gemeinschaften, es gibt so viele helle Köpfe und die sehen nicht alle toll aus oder sind bunt angezogen oder tragen hier so einen Stirn Weltverbesserer, ja, da steht da nicht drauf. Guckt den Menschen in die Augen. Oder schaut mal genauer hin, unterhaltet euch oder erwartet dann, wenn ich natürlich mit meinem Bekannten da hingehe und schon erwarte, ach ja, der wird jetzt hier eine stressige Diskussion und die Schlauchschlauch, die sind ja blöd. Ich kriege das einfach nur bestätigt, meine Erwartungshaltung. So. Und wenn ich hingucke, boah, was macht der denn schon anders? Dann baut sich eine andere Energie auf. Und diese Energie, die ist sehr, sehr entscheidend für eine Zukunftsgesellschaft, für eine Zukunftsvision, da reinzukommen. Und das ist eine Entscheidungsgeschichte. Ja, ich glaube an das Gute, ich glaube an das Schöne, dass es wahr wird. Was anderes ist es nicht. Ich entscheide mich dafür, lebe das mal einen Tag und der wird schon ganz anders aussehen. Und der nächste Tag wird noch besser aussehen. Und wenn man dann wie ich so frei unterwegs ist, ohne Gebunden manchmal und einfach durch die Welt tobt, ich stehe irgendwo im Regen in irgendeiner Bushaltestelle und dann steht auf einmal jemand neben mir, der war auch schon im Ökodorf und der kennt auch schon das und man quatscht. Da sind 1000 Menschen drumherum in dieser ganzen Stadt und ich treffe diesen Menschen. Und mit dem baue ich dann konstruktiv eine nicht konkurrierende Gesprächsform auf, sondern eine sich ergänzende Gesprächsform, eine sich solidarisch unterstützende, eine zu, wenn da baut sich was auf. Schließt euch da an, das ist da. Die Menschen sind überall da, wir sind vernetzt und man nicht denken, wir sind jetzt so die. Ich sage euch, heute an diesem Sonntag gibt es in Deutschland ungefähr 1000 bis 10.000 verschiedene Treffen mit diesem Grundbewusstsein, mit dieser Grundintention, wo nochmal 10 bis 200 Leute abhängen, auf Seminaren,
ob es bei meiner Tochter zu Hause die Hippie-Meute ist, die gerade darüber debattiert, wo 10 Leute am Tisch sitzen und alle zusammen Essen hingebracht haben. Und da gibt es genug Menschen. Vernetzt euch mit diesem Bewusstsein, mit dieser Utopie. Die ist schon da. Die schöne Welt ist da. Und es gibt von den Hobbys so ein Gerücht, ja, das haben die mal in die Welt gesetzt, dass sich die Menschheit aufspaltet. Ja. Und das ist alles möglich. Es gibt parallele Realitäten. Und ihr könnt euch jetzt entscheiden. Trete ich über in diese Parallelwelt, wo die Menschen nach 2020, dem Buch Bauchi, ne, wo das habe ich bisher vergessen zu erwähnen, wo das da schon geschehen ist, und glaube daran und schließe mich da an, und auf einmal verweigern die Leute den Befehl vom General und gehen einfach zum Krieg, und auf einmal schmeißen die Polizisten. Das passiert schon alles. Da muss man nur mal hingucken. Und da kann man sich darauf konzentrieren, diese Sachen zu sehen. So. Schön ein bisschen frei geredet, mir Zeit genommen, das war wichtig. Ich glaube, so der erste und zweite Teil ist ungefähr klar, worum es mir geht. Selbstbildnis des Menschen, Selbstbildnis von einem selbst. Will ich, dass es gut wird, oder entscheide ich mich in der Opfermentalität, in der, ach, wenn die anderen bleiben. Ich kann meine Welt gestalten, und das, ich habe es wirklich, ich kann es euch versprechen. Entscheidet euch dafür, in der Welt, wo jeden Tag mehr Menschen erwachen, aufzuwachen und weiterzuleben und das zu genießen und zu feiern und als Spaß, als Party des Lebens zu empfinden. Ja, wir sind jetzt in der Zeit, Alter, wo die ganze Kacke in eine Tonne getreten wird, wo das abfällt, wo wir nicht mal was dafür tun müssen. Wir müssen nichts bekämpfen. Wir müssen nichts bekämpfen. Wir müssen nur gar nichts mehr müssen. Sondern einfach nur uns selber, unsere Größe und unsere Liebe und die anderen Menschen in ihrer Größe erkennen und annehmen. So. Flipchart. Kurze Pause. Umbaupause, eine Minute in die Zeit. Erste Part der schönen neuen Welt. Ich finde, der Begriff ist irgendwie sehr dual schon wieder. Ne? Das kann man eigentlich sagen. Schon viel wieder. Der wundervollen Utopie. Der neuen Menschheit. Und da kommen wir immer in den Diskussionen, in die erste, ja, aber, also die Menschen, also wir, also ich und meine Mitmenschen, Sprache ist ein typisches Ding, ist es auch schon immer sehr verseucht teilweise. Alleine eine kleine Anekdote am Rande: Evil, umgedreht, Love, ja. Evil, Love, Liebe, Evil. Also das ist auch wieder ein Hinweis auf diese Dualität. Es gibt ganz viele Sprachwissenschaftler, die unglaublich faszinierende Sachen mit unserer Sprache machen können. Und das Müssen ist ein kleiner Tipp von mir. Lasst uns das Müssen nur noch in den Geschichtsbüchern existieren. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, auch gerade für uns als Zukunftsgesellschaft, als Weltverbesserer. Immer wenn wir ein Müssen sagen, haben wir automatisch schon ein Scheitern im Unterbewusstsein. Da ist dann immer auch eine Enttäuschung impliziert, automatisch. Weil Müssen geht erstens davon aus, dass es nicht schon da ist. Ja? Und dass, wenn das nicht geschieht, werden wir sterben. Ist die Welt am Ende, ist alles doof. Und Müssen, das programmiert uns ständig auf eine Scheitern-Mentalität, auf eine Runterzieh-Energie, auf eine Versagens- Grundgefühle. Also ich kann es nur empfehlen, versucht das Wort Müssen loszuwerden. Auch für euch ganz persönlich. Wenn ihr sagt, ich muss mein Kind endlich mal das und das beibringen und ihr schafft es am nächsten Tag nicht, dann kriegt das Unterbewusstsein, dann kriegt eure Psyche wieder einen weg. Hast du wieder nicht gemacht. Bist du scheiße. Ne? Ich möchte gern, dass mein Kind das und das lernt. Und dafür werde ich das und das tun. Statt, das muss jetzt. Und meistens kommt nach dem Müssen auch keine Konstruktivität. So, Dualität, Entwicklungsinstitut. Wir fangen an, oder wir wollen ja dann am besten anfangen, die Welt zu verändern, indem wir die Kleinsten in eine neue Welt, in eine andere Welt reinwählen lassen. Und da haben wir jetzt in unserem Schulsystem und Kindergartengeschichten aktuell so Gegensätze wie Schüler, Lehrer, Pädagogin, Kind, Freizeit, Schule, Pause, Unterricht, Noten, Selbstvertrauen,
Fällt jemand noch ein duales Thema ein zum Thema Kindergarten, Schule? Komm, eins möchte ich jetzt hören, folge mal nicht weiter. Spiel und Ernst. Danke. Gut. Dankt euch bitte einmal kurz. Wie lösen wir das auf? Ich weiß, die meisten haben es von mir leider schon mal gehört, aber Wiederholungen können manchmal helfen. Das neue Schulsystem ist schon mal keine Schule. Weil eine Schule impliziert, es ist nur für Kinder und es ist, wie soll ich das sagen? Ich würde es eben Entwicklungsinstitut, Bildungszentral oder sonst was nennen. Und die Struktur ist Open Source. Das ist super wichtig. Das heißt, die Grundlage, um diesen ersten Dualitätsfehler aufzulösen, weil wir wissen alle, wenn man jemand anderem was beibringt, lernt man dabei auch selber was. Man muss nicht immer alles perfekt können. Aber ich bin auch Fußballtrainer in Leipzig, SV Schleuwig, hurra. Und wenn ich den da Fußball beibringe, lerne ich auch selber was über Fußball. Und in einem Open Source wird es so, wir haben ein riesen Bildungs-Weiterentwicklungsinstitut, wo alle Möglichkeiten gegeben sind, wo Kunstateliers sind, wo Musikräume sind, wo noch viel weitergehend als jetzt in der Schule. Und zwar offen, die Türen sind offen. Und ich kann mich eintragen, ich möchte dann und dann das anbieten. Und ich kann auch 5 Jahre alt sein und sagen, ich möchte das anbieten. Ich kann auch 10 Jahre alt sein und sagen, es wird einem nicht verboten, sich für ein Thema zu interessieren und es anderen weiterzuvermitteln. Und da entsteht dann auch schon Freizeitschule, löst sich dann auf, weil du dann genauso dort auch einen Skatepark hast, weil du dort auch einfach mal bleibst, um Fußball zu spielen. Und weil du dort einfach mal auch deinen Hobbys als Unterricht nachgehen kannst. Und es zwingt dich keiner irgendwie jetzt das zu lernen, was dich gerade gar nicht interessiert, sondern du kannst natürlich völlig frei auswählen und einem riesigen Angebot, was du dort machen willst. Was dann entsteht, wo wir hingekommen sind zum Konkurrenzdenken, was unheimlich wichtig ist für eine gesunde Weiterentwicklung der Gesellschaft, ist das Konkurrenzlose. Und zwar, wenn ich zu so einem Zeitpunkt an einen Ort komme, wo ein Angebot da ist, dann sind die Menschen zusammen da, um das zu lernen. Ja? Und es geht nicht darum, dass ich jetzt mit denen Gleichaltrigen auf einem Wettrennen bin, jetzt die bessere Note zu dem Zeitpunkt in dem Thema zu haben, sondern ich bin völlig entspannt, gehe dahin und bin mit egal welchem Alter, und da kommt ein nächster Faktor, der total wichtig daran ist, dass ich eben diese Grenzen abbaue, ne? Zwischen einem kleinen Kind und einer Omi oder zwischen einem Ausländer und einem Deutschen. Ja? Die arbeiten zusammen für ein Ziel, für ein Thema, um sich dort zu verwirklichen, um dort zu lernen und kooperieren dann, um gemeinsam dieses Ziel, dieses Ding zu lernen. Und das, alleine das, dieser Punkt, dass es open ist für alle, da kann die Rentnerin hingehen und Töpferkurse anbieten oder auch an Englischkursen von einem 12-Jährigen teilnehmen. Ja. Da kommt die ganze Wertung, dieser ganze Wettbewerb im Sozialen, dieses ganze Ego-Ding, oh, ich kann mehr oder bla oder ich, und Status, das geht sofort weg. Es verschwindet, es verpufft in nichts und es entsteht automatisch ein Wow. Der kann das und zeig mir das, danke. Boah, ich kann bestimmt auch was. Boah, cool, ich kann ja das, ich zeig dem das. Boah, danke, dem gefällt das. Ein Feedback, ein Miteinander, ein Weiterentwickeln. Ihr seid ja kluge Köpfe, ich muss das nicht weiter ausführen. Stellt euch das nochmal kurz vor. Wir haben im Moment wirklich dieses immer Wettrennen, immer Konkurrenz. Du bist, alle sind gleich alt. Und werden auf irgendeinem Schwachsinn trainiert und das fällt alles weg. Was natürlich super wichtig wäre noch bei der Schule, ist eine zentrale Mensa, wo eben nicht irgendwelche genervten Mensa-Arbeiter da stehen und Mist verteilen müssen, wo die Schüler kotzen und die kotzen und es keinen Spaß macht, sondern wo alle hingehen können, ich will mal das essen, ich will mal das machen, ja wunderbar, da ist die Ecke frei, machen wir Energy Boards und dann
steht da wieder irgendwie der Junge, der von seiner Mama die Angel Boys so geil findet und zeigt irgendeinem türkischen 50-jährigen Restaurantbesitzer, der mal gucken wollte, was es so Leckeres gibt, kommt da an und lernt von dem kleinen Jungen, wie man diese Energy Boys macht. Und es ist ein Zusammenarbeiten und es gibt dort natürlich gesundes Essen für alle. Zeit, da löst man dann noch andere. Also das ist jetzt schwierig. Ich habe so einzelne Blöcke, aber die verschmelzen natürlich im Endeffekt alle miteinander, ne? Wie das dann übergeht in Logistik und Landwirtschaft. Wie viel Logistik, wie viel Müll wird dann gesperrt? Ne? Wenn wir überlegen, diese ganzen Kinderschuppenriegel und bla, und die Kinder laufen in der Pause schnell zum Supermarkt, kaufen sich Dreck. Nein, da gibt es einen riesen Befehl. Die ganze Zeit. Von morgens um 7 bis abends um 7, 8 ist da ein riesen Befehl. Und die Leute kommen und gehen und können lernen, wann sie wollen, was sie wollen. Was für eine schöne Idee. Warum machen wir es noch nicht so? Keine Ahnung. Es wäre tausendmal effektiver. Erster Block beschrieben. Ich glaube, den Rest könnt ihr euch selber denken. Also es geht mir natürlich darum, nicht zu sagen, ey, ich habe die geile Idee jetzt hier und so machen wir die Welt und ich bin der Diktator, farbig Schwachsinn. Es geht mir darum, mind-blowing euren Kopf aufzuhämmern. Ja? Aus den alten Denk- und Vorstellungsweisen, was möglich ist. Weil das haben wir ja nicht gelernt. So richtig krass geile, schöne Vorstellungen von der Schule kommst du nirgends nie ran. Ich mache einfach nur kleine Beispiele. Ihr könnt die weiterspinnen, ihr könnt die kritisieren, ihr könnt die umgestalten, ihr könnt da die Einzelheiten ausfüllen. Ihr könnt auch gerne nach dem Vortrag mit mir darüber reden oder mit anderen. Darum geht's, zu inspirieren, nicht zu sagen, was richtig ist. So. Dann haben wir, habt auch verstanden, was da wieder dieses Dualität durchbrechen, warum das so wichtig ist. Die Dualität vorher mit dem Schüler-Lehrer ist unglaublich wichtig. Und das aufzulösen und diese Dualität zwischen Freizeit und Schule ist unglaublich wichtig. Dass du gar keinen Zwang mehr hast, oh, jetzt muss ich die Zeit absetzen, habe ich Zeit. Aber ja, was rede ich alles, ihr seid klug genug, ihr könnt das euch selbst erschließen. So. Dann haben wir natürlich eine unglaublich wichtige Grundlage, die materiellen Bedingungen, Geld. So, da haben wir jetzt ja mal Wirtschaftssystem. Ich habe jetzt wieder nur ein paar aufgeschrieben. Ihr seid auch echt aufgefordert, so Gegensätze selber in eurem Kopf zu suchen. Ne? Dann bleibt ihr auch mehr wach und aktiv her, sonst schlaft ihr mir noch ein. Wirtschaft. Ja? Da haben wir dann Geld, Armut ohne Geld, armreich, Luxus, Billigprodukte. Vor allen Dingen ganz starker Oberbegriff Sozialismus, Kapitalismus. Die beiden Dualitäten, ne, die sich da wieder gegenüberstehen, die immer in ihren Extremformen ausgelebt und praktiziert wurden, wie vereinen wir beide guten Aspekte davon? Wie vereinen wir was gibt es jetzt Gutes im Kapitalismus, ist schwer, aber wie nehmen wir die guten Aspekte vom Sozialismus und lassen die ganzen staatlichen Zwang dabei weg? Ja, Sozialismus, Liberalismus. Ja, Liberalismus ist ein schöner Gegensatz. Kapitalismus, Liberalismus, Neoliberalismus. Neoliberal heißt ja eigentlich, dass die Menschen nur frei entscheiden können, nicht so viel vom Staat indoktriniert werden. Sozialismus heißt, dass es gerecht sein soll und sozial veranlagt sein. Wie vereinbaren wir diese beiden dualen Dinger, die uns die ganze Zeit immer nur links, rechts, oben eingeballert und es gibt keine Alternative, wir sind Alternative. Wir haben unglaublich viele Alternativen. Wir nehmen einfach die guten Dinge in den beiden Aspekten.
Und daher habe ich jetzt mal einfach bitte jetzt jeder Wirtschaftsexperte, sei gnädig mit mir. Ich bin kein Wirtschaftsprofessor oder sonst was, aber ich habe mir mal ein ganz einfaches mind-blowing Beispiel überlegt, wo auch wieder die Konkurrenz eine Rolle spielt, zueinander, die Statussymbole. Stelle man sich vor, das Grundgerüst der Politik in der neuen Utopie, in der Menschheit, die entsteht, ist, ich sage jetzt bewusst, ich nutze Geld als was Schönes, um auch diese Dualität wieder auszulösen. Es gibt noch Geld, ja? Als es ist ja nur ein Beispiel so. Natürlich wäre ganz ohne Geld toll, aber da sind wir, glaube ich, noch ein paar Evolutionsschritte von entfernt. Aber dann Weg dahin. Und ich habe jetzt so diese schöne Vorstellung, nach einem Jahr gucken wir, boah, alle zusammen, was haben wir geschafft? Wunderbar, das haben wir geschafft. Bruttoinlandsprodukt, diese Werte haben wir. Dafür brauchen wir jetzt ein Tauschmittel, um einen Gegenwert für zu schaffen. Dieser Tauschmittel wird so, also Wert wird so errechnet, dass da ein Brötchen ungefähr 10 Cent kostet und ne, dass man alles so im Verhältnis ist. Ja. Und dann wird der auf alle grundeinkommensmäßig im Jahr. Einmal gibt es eine Riesenparty. Yeah, wir haben wieder was geschafft. Wir haben unser Land weiter, wir haben Straßen gebaut, wir haben unsere Kinder unterrichtet. Alle zusammen freuen sich. Wir zusammen haben diesen Wert dieses Jahr erschaffen. Und jetzt teilen wir den und so entsteht unser Geld. Ich könnte jetzt noch eine Stunde ausholen, wie im Moment das Geld entsteht. Lassen wir das mal weg. Da entsteht jetzt das Geld. Weil wir das schon gemacht haben. Und jeder kriegt jetzt was davon ab. Und dann haben wir eine Sicherheit für das Jahr. Yeah, ich krieg 250.000 Euro jetzt im Verhältnis und kann dann überlegen. Und dann lösen sich dann andere Dualitäten zum Beispiel auf. Ganz wichtig zum Beispiel Angestellter, das hatte ja vorhin der Alex so schön, und Chef Angestellter. Wie kann man das denn wirtschaftlich machen? Das Rechtschreibung ist eh nicht mein Ding, habe ich jetzt aufgeschrieben. Angestellter Chef. So. Und dann habe ich die Grundlage und kann sagen, okay, ich baue erstmal mal mein Haus und gucke, dass ich irgendwie Geld für Nahrungsmittel zurücklege und mache die medizinische Versorgung von meinem Kind und so weiter. Und kann dann aber mit dem Geld auch überlegen, ob ich in eine Genossenschaft eintrete und Miteigentümer von einer Firma werde, die überregionale Produkte, auch noch so ein wichtiger Aspekt, Regionalismus, Globalismus auch zu vereinen. Natürlich ist es sinnvoll, erstmal regional die Sachen, Strukturen zu unterstützen, aber ich brauche jetzt ein Produkt, was nicht jede Region selber herstellen muss. Und da gibt es eine große Firma. Und da werde ich Eigentümer dieser Firma und kann die Arbeitsbedingungen mitgestalten und bin dann Mitverantwortlicher für diese Firma und so weiter. Weil ich diese Grundlagen habe, weil ich dieses Geld habe, dieses Kapital. Und es gibt natürlich keine Vermietung mehr. Völlig, das ist ja völliger Raubbau am einfachen armen Bürger. Ne? Das ist eine systemimmanente Massivungerechtigkeit, die sofort behoben werden sollte und die damit behoben werden kann. Weil wenn ich 250.000 Euro als Jahresstartguthaben kriege, als Familie, sind das mal schnell 1 Million, dann kann ich das einteilen. So erstmal zu der Grundlage, was passiert da zusätzlich noch zu dieser Jahresparty? Ich kriege mal Entscheidungspapiere. Ihr kennt Steuern? So. Lenken, Steuern, ja, macht der Staat gerade mit uns. So. Und der Gegensatz dazu, Dualität wieder, sind Entscheidungspapiere. Zu diesen 250.000 Euro kriege ich meine Entscheidungspapiere und kann dann angeben, ich möchte, entscheide mich, so und so viel Geld davon, mein Geld, von meinem Grundeinkommen, komm in die Schulsysteme, komm dahin, komm dorthin. Es gibt keine Wirtschaftsminister mehr. Es gibt keinen Finanzpolitiker mehr. Das machen wir. Auf komplett demokratischer, basisdemokratischer Weise überhaupt. Jeder, der sein Grundeinkommen des Jahres, seine Belohnungsprämie, seine Mitarbeiter der Firma, die Prämie kriegt, kann mitentscheiden, wo geht viel, viel Geld hin. Und online haben wir gar kein Thema, können wir dann, jeder kann tagsüber reingucken, so und so viel Geld ist schon da, so und so viel Geld ist schon da.
Und dann gibt es Gremien, die beantragen, für den Bereich brauchen sie noch so und so viel Geld. Jeder kann dann entscheiden, wo Geld hinfließt. Und dann können wir gucken, wie viel Geld in das Militär oder in sinnlose Politikgebäude, die gar nicht mehr nötig werden, dann irgendwie reingehen. Ja? Und diese Entscheidungspapiere ergänzen sich dann. Natürlich muss es immer noch irgendwie eine Art von Politik geben, wie wird dieses Geld ausgegeben. Das machen die Leute, die sich für diese Themen interessieren. Also Parteien werden jetzt, sagen wir mal, in dieser Version verboten oder absolut verpönt. Verboten ist eine doofe Sache, aber verpönt. Weil da natürlich immer Machtgeschichten und so weiter entstehen. Nein, es gibt die Leute, die Sportlehrer und die Lehrer, die kümmern sich um die Schulpolitik. Die sitzen in den Räten und jeder darf dahin. Jeder darf zu seinem Ortsrat, zu seinem Stadtrat. Jeder, der sich für das Thema interessiert und involviert ist. Da gibt es keine Entfremdung mehr, keine Politiker mehr, die von außen gar keine Ahnung von irgendwas Ursula von der Leyen irgendwie Militär sagte. Vielleicht hat sie doch Ahnung vom Militär, traut ja alles zu, aber finden dann einfach die Entscheidungsfindungen statt, wie wird dieses Geld verteilt, was wird damit gemacht. So. Dadurch haben wir dann komplett auch dieses Demokratieverständnis und Volksund, das ist alles so aufgelöst, diese ganzen Gegensätze, das ist mal völlig neu gedacht, völlig frei von allen alten Strukturen gedacht. Ja. So. Und da haben wir das noch mitgelöst. Dann ist die Frage natürlich, wer legt das Geld an, was ist mit dem Zinseszinssystem? Da gibt es natürlich eine Bank jetzt zum Beispiel, die, wo all das Geld angelegt wird, die dann eine Rücklagensicherung von 100% haben könnte, hat eine von 60%, die hat 12 ethische Richtlinien, so kein Geld für nicht nachhaltige Produkte. Alles, was Plastik, was nicht nachhaltige Firmen sind, was umweltzerstörende Firmen, da wird genau hingeguckt. Und jede verdammte Scheißfirma auf dieser Welt, die irgendwie Profit mit Umweltzerstörung macht, kriegt keinen Cent von dieser Bank. Und es gibt keine andere Bank. Die können bitte schön selber zusehen, wie sie dann auf einmal ihre Profite erwirtschaften, wo sie ihr Geld für ihre fetten Fabriken hergeben. Das gibt es nicht. Es gibt keine Kredite für Unternehmen, die absolut rücksichtslos und umweltschädigend handeln. Ganz einfach. Ganz von alleine gelöst, das Ding. Ey, da soll sich auch keiner beschweren. Ich brauch Kohle, ich will Kinder ausbeuten, Alter. Gib mir mal. Ja, ist nicht. Kriegst du eben nicht. So, ja? Aber Firmen, Kleinunternehmer, nachhaltige, utopische Projekte irgendwie, freie Energiefirmen, egal was, alles, was darauf hinzielt, für einen großen Mehrwert zu schaffen. Ja? Und was darauf hinzielt, die Natur zu heilen und zu renaturalisieren. Die haben sofort Geld. Diese Bank ist die einzige Bank. Und die kann eine Rücklage von 60% haben. Da haben alle ihr Geld liegen. Da sind Billionen frei. Jeder nicht für soziale und nachhaltige Projekte. So. Ich habe ja leider nicht meine 3-4 Stunden. Ich habe nur 1,5 Stunden. Wirtschaft, Geldsystem, Politik. Habe ich, glaube ich, so ganz grob abgerissen. Dann, was wollen wir dann noch? Landwirtschaft, Versorgung, habe ich auch schon oft angeführt, fasse ich nochmal ganz kurz. Es ist natürlich möglich, es ist einmal ganz, ganz eine simple Sache, wenn man den veganen Lebensstil irgendwie verstärkt, irgendwie 50% der jetzt monoton genutzten landwirtschaftlichen Flächen einfach brach liegen zu lassen, zu naturalisieren, Wildparks draus zu machen. Wer dann noch Fleisch will, kann dann aus seinem Wildpark das Fleisch ja selber jagen, wenn er fähig, fit genug ist und die Würde hat, diesen Bezug auch wieder herzustellen. Ja, er ist dann endlich den Bezug, ey, du willst Fleisch, dann kriegt das Tier da erstmal und dann tötet es auch erstmal und dann kannst du dein Fleisch haben. Und dieses Fleisch ist 100% gesund, weil es in einem freien Wildpark rumgelaufen ist. Weil es nie in irgendeinem Stall gelebt hat. Das, ne, Wild ist echt, ich weiß noch, als Kind haben wir auch mal Fleisch gegessen, Wild ist echt das geilste Fleisch überhaupt. Und das steht dann im Verhältnis, da ist dann Bezug da. Ne? Und da gibt es kein Tierleid mehr, außer diesem tödlichen Moment, okay, die Mama weint um ihr Kind.
muss ja auch nicht sein, das sieht man, wird sich auch arg verringern, also wenn die Menschen ihr Fleisch selber töten müssen, ne? So, dann sieht das schon ganz anders aus. Und dadurch natürlich unglaublich viel Flächen und Gebiete, die einfach nicht mehr ausgebeutet werden müssen, wo der Mensch mit der Natur und den Tieren zusammen im Frieden leben kann. Und denn, ich bin auch kein Fan von Tierhaltung. Wenn ich ein Kaninchen streicheln will, dann sollte ich in so einen Tierpark gehen, mich auf die Wiese hocken und so eine Ausstrahlung haben, dass ein Kaninchen zu mir kommt und sich von mir streicheln lässt. Dann sollte ich nicht so barbarisch sein, es für mich einzusperren, damit es für mich so ein Streicheln zur Verfügung steht. Ja, das ist jetzt nur so ein ganz persönliches, könnt ihr alle sehen, wie ihr wollt, aber ist so ein Denken von mir. Dann, ja, ich glaube, ich gehe einfach nochmal kurz auf den Regionalismus, Globalismus ein und auf die Qualität. Ganz wichtiger Aspekt, Qualität von Produkt. Gegensatz. Was ich ganz kurz, weil dann die wichtige Ding mit der Medizin ist auch noch dabei. Das ist mir auch noch ganz wichtig. Und dann habt ihr es geschafft. Schön, dass ihr noch da seid. Das ist sehr, ich freue mich sehr. Macht ganz Spaß. Echt Spaß. So, Regionalismus, Globalismus. Wir haben China, Ware, deutsches Handwerk. Wenn die Menschen jetzt dieses Grundeinkommen bekommen und erstmal das Gefühl haben, boah, ich hab da Kohle. Und nicht mehr, oh, ich brauche ja Kohle. Ich habe ja Kohle, dann kann ich mir einen wunderbaren Wasseraufbereiter besorgen für 900 Tacken. Nee, stellt mich nicht die Bohle und ich habe sauberes Wasser. Und der Herr hat seine Arbeit und kriegt auch wieder Geld rein. Und die Menschen, die Gutes tun und gutes Handwerk verrichten, ja, und Qualität herstellen, die werden belohnt und können endlich genutzt werden von der breiten Masse. Und wir kennen das mit den Zerfallsprodukten und den technischen Geräten, die in sich kaputt gehen. Es lohnt sich nicht. Die ganze Wirtschaft, alles könnte sich komplett umstellen auf hochqualitative, langhaltbare, regionale Produkte. Und es wird nur nicht gemacht, weil dieser künstliche, über den Zinseszins und das Schuldgeldsystem, künstliche Geldmangel hergestellt wird. Wenn die Menschen Geld hätten, dann würden sie sich ordentliche Möbel kaufen, dann würden sie sich ordentliche Klamotten kaufen. Gerne würden sich gerne diese ganzen hochwertigen Sachen besorgen. Und da entstehen wunderschöne Arbeitsplätze. Weg von Bangladesch, sonst was, hinzu. Ich habe eine Freundin, die näht selber total tolle Sachen, die könnte sich mit 10 anderen Freunden zusammentun. Modernste Maschinen kaufen, ja, die lästige Handarbeit abnäht. Jeder kann da mit und du kannst dann online, da gibt es so viel Entwicklungspotenzial, ja, dass du deine Farbe und sonst was aussuchst, selber dann auch einfach mal gefragt, ach komm doch einfach mit einem Kleidungsstück vorbei, wenn uns das gefällt, kannst du das ja machen. Da gibt es ein Center für Textilherstellung in jeder Stadt, ja, wo dann irgendwie die Hanf und Leine und Baumwollstoffe, möglichst Stoffe aus der Region da sind. Das ist immer der große, wichtigste Ansatz. Regionalismus, Globalismus. Man muss nicht auf alles verzichten. Ich bin kein Fan von, ja, dann dürfen wir keine Banane essen, dann ist die Welt gerettet. Das ist Blödsinn. Es gibt so tolle Möglichkeiten, Gewächshäuser, energieautark, wo kein Atomkraftwerk, nichts für laufen muss, wo man alte Scheiben nutzt. Wir können Bananen, Mangos hier entstehen lassen. Wir haben 50-60% der landwirtschaftlichen Fläche frei, wo man solche Sachen bauen kann. Wir können auch Südfrüchte haben, aber wir können die sogar in der Region herstellen, wenn man mit den modernsten wissenschaftlichen Erkenntnissen und so weiter arbeitet. Das ist überhaupt kein Thema.
Und wir können auch regional irgendwie unsere Stoffe für Klamotten herstellen, wenn wir eben Hanf endlich freigeben, anstatt diese Baumwolle eben so gigantisch wie Schaden zu richten. Ne? Das ist auch alles eine Gewöhnungssache. Und wir können auch Hanffasern, die ja eigentlich so mit modernsten Mitteln super weich und angenehm und flauschig machen, bin ich mir sicher. Genauso wie Schafswolle. Und das wäre eine ganz wichtige Umstrukturierung für die Zukunft. Erst gucken, wie man vor Ort Produkte herstellen kann. Ich kenne alle schon mein Schusterbeispiel, deswegen kann ich es leider nicht wieder mit einbringen. Das ist immer ganz gut, aber den Milchbauern hatte ich auch schon mal erwähnt. Ne? Einfach, wenn wirklich Menschen noch Milch wollen, dann wirklich gucken, wie viele Leute wollen in der Region Milch. Gut, wie viele Weideflächen brauchen wir dafür? Und dann wird diese Milch direkt aus der Region produziert. Du weißt, wo du sie herkriegst. Du gibst deinen Pfand direkt zu diesen Bauern zurück, sauber irgendwie. Anstatt dass Milchprodukte von Bayern nach, ne, die schöne bayerische Alpenmilch runtergefahren wird nach Hamburg. Das sind alles völlig unnötige, desaströse, umweltzerstörerische Dinge, die auch nichts mit Qualität zu tun haben. Und da muss ich gar nicht weiter ausholen, wenn man einfach mal guckt. Wir versuchen einfach durch diesen nicht mehr Geldmangel, durch dieses bedingungslose Grundeinkommen, auch normales bedingungsloses Grundeinkommen von 1.000 Euro, 1.500 Euro, würde den meisten Menschen schon ermöglichen, qualitativ hochwertige Produkte zu kaufen, würde wieder unheimlich viel Arbeit schaffen. Und man darf ja nicht vergessen, dass dieses Geldsystem mit dem generellen Ausschüttung auch total gerecht ist, weil die Menschen, die dann gute Firmen haben, die können ja immer noch mehr verdienen dann. Die können dann auch weit über dieses Grundeinkommen hinausgehen, weil sie einen guten handwerklichen Betrieb haben und das anbieten. Und die Leute, die keinen Bock auf irgendwas haben, können sich ihren Talenten Mucke machen und dann gehen die eben mal mit der Gitarre zu dem Handwerksbetrieb und warten auf ihre neuen Schuhe und spielen ein schönes Lied, weil das alles aufgelöst ist, diese ganzen Trennungen. Ja? Diese ganze Spaltung und. Ja, wir haben alles voneinander entfremdet. Und diesen Bezug wiederherzustellen, das ist absolut, ja, wird einer der schönsten Dinge sein, wirklich in dieser neuen Welt. Den Bezug zu allem zu bekommen, wo mein Essen herkommt, zu meinem Arzt oder meinem Mitmenschen und so weiter, zu meinen Produkten. Wie schön das ist, hochwertig, wenn ich jetzt hier von dem Herrn so eine wunderschöne Wasserflasche da irgendwie mir kaufe und weiß, das Wasser ist das, dann hat die und die Qualität, den Bezug zu haben. Boah, das ist mein Wasser, mein schönes Wasser. Das fühlt sich gut an. Fühlt sich viel besser an, als aus der Plastikflasche im Supermarkt da diesen Teil zu trinken mit Fluorid, der mich auch noch blöd in der Rübe macht. So. Ich glaube, ihr habt eine Vorstellung gekriegt von dem neuen Wirtschaftssystem, von den Gegensätzen auflösen, global, regional. Natürlich wird jede Region irgendwie wie früher auch, ja, da kommen wir zu Einwänden. Solingen ist bekannt für Messer, Meißen ist bekannt für sein Porzellan, Braunschweig VW ist bekannt für Autos. Das wird auch wieder viel, viel verstärkter. Dann gibt es eine Region, die spezielle Produkte dann nochmal überregional herstellt, auch qualitativ, wo man sich da verlassen kann und wo die Leute selber entscheiden. Und dann wird auch immer gefragt, wollt ihr die Stadt sein, die bekannt ist für sein Atomkraftwerk und den Atomstrom? Und dann sagt die, da gibt es natürlich eine basisdemokratische Abstimmung in der Stadt, ja, wir wollen, was natürlich Atomkraftwerk wird, ist Schwachsinn, braucht man nicht mehr, es gibt viele, viele neue Methoden, aber da werden dann einfach ganz viele Fabriken und schädliche Sachen nicht mehr entstehen, weil das ein Identifikationsfaktor ist. Die Leute können per Genossenschaftsanteile so eine Firma selber begründen und die steht dann vor ihrer Haustür und sie sind selber Teilnehmer und Nachbar und können sich dann echt überlegen, ey, macht das Sinn, jetzt unsere giftigen Abwässer zu einfach so zu entsorgen? Ich bin Teil dieser Firma, ich wohne daneben, ich möchte das nicht. Das passiert dann alles einfach nicht mehr. So. Letzter Punkt. Heilung, Genesung, das ist unglaublich wichtig, möchte ich nochmal kurz vorwegführen. Wir machen ganz viel im Kopf. Wir wollen immer mit der linken Gehirnhälfte unsere Probleme lösen und die Sachen beurteilen und weiterkommen. Und unsere linke Gehirnhälfte ist immer dann so sehr, sehr mächtig in unserer Entscheidungsfindung und in unserer Lösungsoption.
Und ich kann euch nur empfehlen, vertraut auch in die Rechte, in eure Intuition. Vertraut in das, was sich für euch wahr und gut anfühlt. So, wie vereinigen wir jetzt irgendwie die Gegensätze von, wenn ich jetzt beim Hausarzt war, der hat wieder geflüstert, ihr Heilpraktikerin, die will sie ja nur veräppeln, die wissen ja bla, und der hat mich dann echt so zugelabert, irgendwie, dass sie ja ganz gefährlich und böse und alle Scharlatane sind, so Konkurrenz wieder. Ne? Der Arzt, wenn ich dem da ankomme und sage, ich gehe normalerweise zur Heilpraktikerin, kriegt er gleich Panik, oh, der kommt nur einmal im Jahr, der ist sonst bei seiner Heilpraktikerin, das muss ich dem irgendwie ausreden, sonst werde ich ja auch. Ja, so Kampf. Und die Zukunft sieht ganz anders aus. Und zwar Heilzentren, Heilungszentren, nicht Krankenhäuser, bitte. Das erklärt sich doch von alleine. Sie sind zum Krankmachen da. Krankenhäuser machen. Das hat doch nichts. Heilungszentren. Und dort kommen alle zusammen. Da gibt es alle technischen Geräte, da gibt es die Klangschalenmassage, da gibt es den Shiatsu, da gibt es aber auch den Chirurgen. Und der Chirurg bespricht sich dann mit dem, oh hier, ich mache bei dem eine Beckenoperation, kannst du dem nicht eine Beckenklangschalenmassage denn übermorgen geben, damit der besser auskuriert. Und dann kommt der Ernährungswissenschaftler und sagt, ach was, Sie haben doch hier den Patienten so und so, der hat es doch mit den Knochen und Hüften. Und ja, das liegt bestimmt an der Milch und sonst was, dann werde ich mit dem auch nochmal irgendwie die Woche ein bisschen kochen. Und ein Heilzentrum, wo alles zusammenkommt, wo nicht mehr der Gegensatz ist, Heilpraktiker, Arzt. Nein! Wir sind zusammen, das ist ein Team. Wie einfach sind denn die Lösungen, verdammt nochmal? Wie einfach könnte es denn sein? Wie schön kann es denn? Da muss man gar nicht viel für machen. Da schmeißt man die Krankenkassen einfach aus ihrem Buden raus, ja, macht es da schön, die haben eh die Pumpfheizgebäude, irgendwie baut da eine Sauna rein und irgendwie ein paar schöne Kuschel-Snuselräume und hast du nicht gesehen, ja, weißt du, und dann haben die Gebäude endlich ihren Zweck. Und zwar Leute gesund zu heilen, gesund zu machen, ja. Und natürlich kommt dann das eins über mit dann eben kollektiven Essensmöglichkeiten, wo dann immer wieder geguckt wird, was ist die Ernährung, dass da ein Bewusstsein für entsteht, dass wir uns krank machen. Das möchte ich auch nochmal anfügen. Krankheiten sind eine Krankheit. Versteht ihr das? Krankheiten sind eine Krankheit von Gesellschaft. Dass Krankheiten überhaupt entstehen, ist nicht normal. Verdammt nochmal. Das entsteht nur durch eine völlige, fehlentwickelte Gesellschaft. Und gerade umso mehr Power, umso mehr Geld da ist, umso kränker werden die Leute fast gemacht. Also in armen Ländern sind die Menschen teilweise wesentlich gesünder in vielerlei Hinsicht. Aber die Lebenserwartung ist nicht so toll in den armen Ländern. Ja, das ist Lebenserwartung, Helmut. Überleg mal. Ja. Was können wir von unserem Leben erwarten, wenn wir 65 sind, wenn wir krank werden. Wir werden noch 30 Jahre leben, aber was erwartest du dann für ein Leben? Was ist das für eine Lebenserwartung? Ich erwarte noch die 10 Jahre, die ich noch lebe, die will ich noch ordentlich leben. Ja. Will ich noch was machen. Du, ich habe in der Altenpflege gearbeitet, Herr, und ich muss dich leider enttäuschen. Ja, das wird nichts. Es sei denn, du lebst gesund. Also, nee, das kannst du völlig kennen. Also, das, was wir machen, ist der totale blanke Horror. Ich habe in der Altenpflege gearbeitet. Ich wünsche euch, dass es wird hoffentlich wirklich dann sowas nicht mehr geben, dass die alten Menschen wieder integriert sind in die Gesellschaft und dass sie auch gar nicht mit diesen Gesellschaftskrankheiten dann zu tun haben und Demenzen. Was es da alles gibt, das sind alles Krankheiten, die müssen nicht sein. Die entstehen zum größten Teil durch Geisteshaltung und Lebensweisen und Ernährungsweisen. Und also Helmut, wirklich, das ist ja schön, dass wir 90 Jahre werden, aber wenn du davon 10 Jahre am Schlauch gewendet wirst im Bett, dann sterbe ich lieber, wirklich. Und das sagen die dir auch ins Gesicht, bitte töte mich, bitte. Nee, tut mir leid, da steckt zu viel Geld hinter und wir haben noch keinen Nachschub für ihr Zimmer. Wir müssen noch 2 Jahre warten, bis wir noch ein nächstes Opfer finden. Ja. Das ist eine Industrie. Die Industrie, wo Menschen, ne, und das gehört aufgelöst. Also da gehört auch der Kontrast. Ne? Alte Leute haben die Weisheit, früher war es auch noch viel, die haben Weisheit, die haben Kraft, die haben Wissen,
Auch gerade für die Erziehung, gerade fürs Geduld. Diese Menschen gehören nicht in Rente, sondern sie gehören mitten ins Leben einbezogen. Und sie brauchen Angebote und das Gefühl, angenommen zu sein, willkommen zu sein in der Gesellschaft. Das ist nicht realistisch. Meine Mutter war ins Augustinum gegangen, ist mit 83 gestorben an Krebs, aber war okay. Also ich glaube, sie hat sie noch betreut bis zum Schluss und sie starb dann. Und ja, aber Helmut, ne, stopp. Ist also, ein bisschen bessere Adresse, muss ich zugeben. Ja? Es führt völlig an dem Ding vorbei, weil es geht gerade darum, dass Krebs heilbar ist, jeder Krebs, und Krebs nicht entstehen muss. Blödsinn. Nee, das ist alles andere ist Blödsinn. Jeder Krebs, verdammt nochmal, ist heilbar. Es gibt keine unheilbaren Krankheiten. Punkt. Es gibt so viele Methoden und Wunderheilungen. Und natürlich gibt es Seelen und Menschen, die sich entscheiden, in ihrer Opferrolle oder in ihren Schwierigkeiten oder diese Krankheit zu durchleben, um gewisse Erfahrungen zu machen. Oder weil sie es nicht besser wissen, weil sie einfach ganz fest daran glauben, ich kann ja da nicht raus, ich bin jetzt, hab diese Krankheit. Es gibt so viel, beschäftige dich damit, dann wirst du das Gegenteil erfahren. Recherchiere, es gibt keinen Krebs, der nicht heilbar ist. Und die größte Gefahr, wenn man Krebs hat, daran zu sterben, ist, sich der Schulmedizin hinzugeben. Und nicht einer ganzheitlichen Behandlungsmethode. Da könnte ich jetzt, ich bin nicht hier, um Beweise aufzuführen, wenn ihr da einfach recherchiert, einfach selber nachgoogeln, Krebsheilung, alternative Krebsheilung. Da gibt es wirklich 100 verschiedene Methoden. Vom Vitamin bis zur Traumabehandlung, bis zum THC, bis zur elektromagnetischen Felderheilung, bis da gibt es wirklich unglaublich viel. Ja, sind wir ein bisschen ab von letzte Vision, letztes Thema, eben auch dann das zusammenzubringen, irgendwie, dass die Psyche, eine belastete Psyche macht den Körper krank, ein kranker Körper macht die Psyche krank, dass das alles in so einem Heilungszentrum ja, berücksichtigt wird und dass ein Krankenhaus völlig anders aussieht. Warm, wo geräuchert wird, wo Menschen da sind, die Zeit haben, die sich um die Menschen kümmern können. Es gibt genug Menschen, die sind nur blockiert, verhindert, gefangen in unnötigen Jobs, die meisten bürokratischen Jobs, Steuererklärung, all das ist verschwendete Zeit, Banker etc. Da gibt es ganz, ganz viele Ressourcen, wo Menschen ihre wahren Berufungen erfüllen können. Ja, ich glaube, ich habe euch irgendwie so ein bisschen eine neue utopische Welt aufzeigen können, Beispiele dafür genannt. Danke. Und ich glaube dran, ich habe schon Spaß dran in der jetzigen Zeit und es wird auch immer besser. Und sowas hier gab es ja vor 10 Jahren in Braunschweig noch nicht auf dem Niveau. Und das finde ich gut. Okay. Ciao.